Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video geht es mal um die Wasserhygiene auf Reisen. Wie könnt ihr dafür sorgen, dass ihr in eurem Camper, in eurem Van, in eurem Wohnmobil keine Wasserhygiene-Probleme bekommt? Wir schauen uns mal im Video näher an, was gibt es denn da für Risiken, was kann denn da passieren, wie kann man die Bakterien und Keime einschleppen oder wie können die entstehen und wie kann man das vermeiden, worauf sollte man da achten bei der Hygiene. Wir schauen uns das Video genauer an, bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir doch erstmal, was können denn da für Keime und Bakterien und so weiter entstehen, über die wir uns doch Gedanken machen sollten. Ich lese dich mal ab. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass Legionellen entstehen. Ich blende hier auch mal dazu noch ein bisschen Näheres ein, das erspare ich euch jetzt mal vorzulesen. Dann Pseudomonaden können entstehen. Dann gibt es auch noch natürlich Fäkalbakterien. Ich nenne daher noch mal ein paar Beispiele, wo da speziell drauf zu achten sind, wo diese eingeschleppt werden können, was ich immer wieder auf den Plätzen sehe. Und es gibt auch noch Enterokokken. Das sind Kolibakterien. Nur mal kurz schon mal zur Info. Diese Sachen können da entstehen. Das sind so die Hauptthemen, über die wir uns Gedanken machen sollten. Und jetzt schauen wir mal weiter, was wir dagegen machen können, beziehungsweise wie wir die vermeiden können. Ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist das Thema Schlauch. Die Schläuche, mit denen ihr euer Wasser ins Mobil holt und füllt. Ich habe da mal ein extra Video schon so gemacht zu dem Thema Schläuchen, auch welche da erlaubt sind. Es gibt nämlich da Vorschriften, welche Schläuche überhaupt erstmal erlaubt sind für Camper, für Campingplätze, lebensmittel-echte Schläuche sozusagen und welche da auch nicht erlaubt sind. Und was der Unterschied da ist, warum der eine erlaubt ist, der andere nicht und was bei dem einen getestet ist und definitiv nicht passiert und bei dem anderen vielleicht passieren kann. Also das empfehle ich auf jeden Fall jedem. Ein ganz wichtiges Thema, das machen ganz, ganz viele auch falsch. Nicht, dass ihr euch wundert, aber in meinen Videos seht ihr, dass ich da so einen Gardena Gartenschlauch benutze. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass ich mein Mobilwasser nicht trinke. Also wir haben da immer extra Wasser mit als Trinkwasser und von mir aus auch zum Zähneputzen. Und das ist so unsere Regelung, die wir so haben. Ne? Da kann man natürlich dann auch unheimlich viel ausschließen, wo man sich nicht mit kümmern muss. Aber in dem heutigen Video geht es ja darum, wenn man das nicht so macht. Ne? Die allermeisten nehmen das Wasser auch so und da ist natürlich drauf zu achten. Also bei den Schläuchen ist schon mal grundsätzlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, ist denn da Wasser überhaupt drin? Weil ihr könnt in eurem Mobil alles Mögliche anstellen. Wir schauen später noch, was man da wirklich in Sachen Reinigung und in Sachen Bakterien und so weiter, Keime abtöten und so machen kann. Aber grundsätzlich ist schon mal so ein Riesenthema, hole ich mir denn die Bakterien von vornherein, am allerersten Tag, bevor ich überhaupt losgefahren bin, schon ins Mobil. Und das kann natürlich passieren, wenn so ein Schlauch falsch gelagert wird, beziehungsweise, das zeige ich auch in dem Video, wie man den Schlauch wasserleer macht. Für viele ist das absoluter Standard, aber ich erkläre es natürlich, es gibt auch Neulinge oder Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben und für die ist das vielleicht so ein kleiner Haareffekt und dann hat es schon viel gebracht. Also ganz wichtig ist immer, dass man das Wasser rausmacht, den Schlauch leer macht nach der Reise oder nach dem Befüllen. Denn wenn da noch so ein Restwasser drin bleibt, diese 50 Milliliter oder was, die liegen bei euch in der Heckgarage oder wo auch immer und da ist richtig heiß, vielleicht auch eine längere Zeit, vielleicht auch über Wochen und wenn ihr dann das Mobil befüllt, dann schwappst ihr natürlich gleich erstmal diese 50 Milliliter, 100 Milliliter voller Keime in euren Frischwassertank rein. Und da ist es schon passiert in dem Moment. Ne? Und diese Keime, die sind natürlich dann da und die können sich natürlich dann noch mehr vermehren und aufs Wasser aufteilen. Und also das den Schlauch leer machen, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. In dem Video mache ich das auch kurz so ein bisschen vor, für den, der es sich nicht so vorstellen kann. Ne? Da geht es nämlich schon los. Und zum Thema Schlauch, auch ein ganz wichtiges Thema meiner Meinung nach. Ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, das sehe ich oft auf Campingplätzen. Und zwar, dass die Versorgung, also die Frischwasserversorgung und die Abwasserversorgung, also auch das Entleeren und so vom Mobil, ja, also wo man sozusagen das Grauwasser rauslaufen lässt, dass das alles und teilweise auch sogar Fäkaltank ausschütten, dass das alles auf einer Ecke ist. Und da hängen dann oftmals, ihr werdet jetzt sicher denken, ja klar, habe ich auch schon mal gesehen, da hängen dann oftmals zwei verschiedene Schläuche nebeneinander. Und der eine soll fürs Frischwasser sein und der andere soll sein, um nachzuspülen. Ja, ich kann mein Grauwasser da ein bisschen wegspülen, dass das da nicht so geschwappst hat, also die auf der Erde. Oder ich kann auch meinen Fäkaltank davon ein bisschen abspülen. Aber die Schläuche sind in der Nähe. Manchmal gibt es auch nur einen oder wie auch immer. Also ich habe da schon Sachen gesehen. Und wenn ihr natürlich dann da den Schlauch nehmt,
den falschen, ja, und dann bei euch reinfüllt und den natürlich oben dann reinhängt und der lag schon sonst wie oft auf der Erde da bei dem ganzen Schmus, oder ihr vielleicht euren Schlauch dort auch anschließt, euren eigenen, der erstmal an den Hahn gesteckt wird, der vielleicht nicht safe ist, und euer Schlauch liegt dann da auf der Erde und so, ne? Also da bitte unbedingt darauf achten, dass ihr da wirklich Gefühl dafür habt, wo ist es jetzt sicher und wo nicht. Dann doch lieber irgendwo auf dem Platz, da gibt es ja in den allermeisten Fällen natürlich mehrere Frischwasserentnahmestellen, dann lieber da nur die eine Sache erledigen, Abwasser und Grauwasser, wie auch immer, und das Frischwasser woanders holen, wo diese Keimthematiken schon mal getrennt sind. Also das ist so eine Empfehlung von mir, da immer bitte drauf achten. So, jetzt haben wir geschaut, wie es außerhalb des Mobils aussieht. Jetzt schauen wir doch mal, wie kann ich denn das Wasser im Mobil frisch halten. Ist klar, wir haben da 120 Liter Frischwasser in dem Tank und da ist auch Wärme vorhanden. Ja, so ein Mobil, das wärmt sich auch mal auf. Warm, kalt, das arbeitet. Da gibt es zum Beispiel die Variante der Silber-Ionen-Netze. Habe ich schon viel gesehen, wird viel verwendet von vielen Leuten. Diese Variante ist relativ einfach zu handeln. Die packt man einfach in den Frischwassertank. Hier steht drin, ein Teil ist für 60 Liter geeignet, um das Bakterien- und Keimfrei zu halten. Da bräuchte man dementsprechend dann für einen 120 Liter Tank oder auch 100, zwei Stück. Und die Silber-Ionen inaktivieren oder töten Bakterien, Viren und auch Pilze. Jetzt ist natürlich grundsätzlich die Frage, also günstig ist diese Variante, denn ein Teil kostet 10 Euro, man soll das einmal im Jahr tauschen, reicht für 7500 Liter ein Teil, also da kommt man dann schon mit zwei übers Jahr. Die Frage ist jetzt immer, bei der Variante zum Beispiel jetzt auch, ist es denn, funktioniert es und ist es denn nachteilsfrei, also habe ich noch irgendwelche anderen Nachteile? Ich habe hier jetzt eigentlich keine wirkliche Chemie, ich habe kein Chlor oder ähnliches. Aber was gibt es denn da noch für so Nachteile? Und dazu kommen wir jetzt mal. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem potenziellen Nachteil von diesen Silber-Ionen. Will ja auch nichts schlecht machen oder irgendjemand beeinflussen. Ich habe das einfach bei der Recherche gefunden und bin auf jeden Fall, ist mir wichtig, dass ich alle Vor- und Nachteile auch aufschlüssele und nicht irgendwelche Empfehlungen gebe, wo jemand einen Nachteil hat, von denen er nichts weiß. Ich möchte auch nichts zitieren oder ähnliches. Ich möchte es einfach mal ein bisschen frei wiedergeben. Und zwar ging es darum, ob diese Silber-Ionen, ob das verboten ist. Und da steht ganz klar im Internet, in diversen Texten, dass diese für den Eigenbedarf erlaubt sind, nur für die Weitergabe an Dritte nicht. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, erstens, Weitergabe an Dritte ist zum Beispiel schon jemanden auf dem Campingplatz, Nachbarn oder was, der sagt, hast du mal ein bisschen Wasser, ich will mal kurz einen Kaffee machen. Oder aber ganz klar bei der Wohnmobilvermietung, denn viele von euch wissen, ich vermiete ja privat Wohnmobil, mein Wohnmobil weiter, ich mache ja auch mal einen Link zu der Playlist rein, und da ist natürlich dann schon komplett an Dritte und da ist es sogar gewerblich. Im Internet findet man auch, dass es egal ist, ob es privat oder gewerblich ist, Weitergabe an Dritte ist so oder so nicht gestattet. Im Bereich der Wohnmobilvermietung, wo es ja gewerblich ist, da ist es nochmal ein ganz anderes Thema. Denn da ist es ja überhaupt nicht gestattet. Das heißt, als Vermieter, ja, darf man eigentlich diese Silber-Ionen dementsprechend nicht verwenden. Ne? Der Hintergrund ist ganz einfach, dass gibt es wohl eine Liste, Paragraf 11, Liste Bundesumweltamt. Und da wurde wohl 2009 festgestellt, dass davon keine Gefahren ausgehen. 3 Jahre später haben dann Forschung von der Universität Duisburg-Essen gezeigt, dass Silber-Ionen nicht nur Bakterien angreifen. Die gewünschte Wirkung auf Bakterien geht fast automatisch mit der Schädigung der menschlichen Zellen einher. So, und wenn man das natürlich liest, ich übernehme hier kein Gewehr, ich habe hier nichts zitiert oder ähnliches, gerne. Freut mich, wenn ihr jetzt dadurch aktiviert seid und euch selber mit dem Thema beschäftigt, ganz einfach, und für euch dann Entscheidung trefft, welche Information jetzt für euch passt und stimmt und richtig ist und wie ihr euch dabei fühlt. Aber wichtig, es gibt gewisse Texte im Netz, die zeigen oder die auf Forschung hinweisen, die zeigen, dass diese Ionen auch Zellen, menschliche Zellen, stören oder beschädigen können. Und dann ist es ja doch meiner Meinung nach wieder nicht das Richtige und gar nicht so sinnvoll, wenn ich zwar meine Wasserbakterien frei kriege, aber gleichzeitig mir eine andere Schädigung oder einen anderen Stoff in mein Wasser hole. Ne? Aber entscheidet das für euch, ich möchte keine Gewerbe nehmen, gerne beschäftigt euch damit. Ich möchte nur, dass ihr das mal gehört habt, dass es da vielleicht auch einen Nachteil geben kann. Eine weitere Variante, das
Wasser im Wohnmobil keimfrei zu bekommen, ist dieses Aqua Clean Pulver. Dieses Pulver habe ich selber mal verwendet, ganz am Anfang. Da muss ich dazu sagen, grundsätzlich ist es von der, das ist eine kleine Dose und man hat so einen ganz kleinen Löffel, das schon mal vorweg, und das ist von der Dosierung schon mal speziell, weil man nur ein ganz kleines bisschen nimmt. Und beim Reinmachen muss man auch gucken, wie weit man reinkommt, und macht man das auf dem Rand ein bisschen, spült es dann rein mit dem Schlauch und ist dann alles drin. Ist ein bisschen speziell, hat sich ein bisschen speziell angefühlt. Und natürlich, auch hier ist wieder, natürlich ist das wieder irgendwo Chemie und ein Stoff, den ich ins Wasser reinmache. Ich erwähne das deswegen so stark, weil ich das für mich so empfunden habe auch. Jetzt machst du da was rein und das trinkst du dann. Und das hast du dann ja in dir. Und ist das denn wirklich frei von Nachteilen, oder hole ich mir dann einen anderen Nachteil ins Haus? Also ist, wie gesagt, Chemie, ich lese mal ein bisschen was vor, konserviert das Trinkwasser bis zu 6 Monate. Das war bei dem Silber-Ionen-Netz auch so angegeben. Also wenn ich das Wasser wohl rein theoretisch im Tank lassen würde, 6 Monate lang drin lassen würde, würde das wohl trotzdem diese Keime und was auch immer fernhalten. Da ist natürlich jetzt die Frage, boah, wie krass muss dieses Zeug sein? Ja, eigentlich, wenn ich da 6 Monate das Wasser stehen lassen kann, also ist schon heftig. Ne? Hält Wasser frisch und wohlschmeckend, also ist geschmacksneutral. Eine Dose ist wohl ausreichend für 10.000 Liter. Und ich habe hier nochmal stehen, kostet wohl 19,50 Euro eine Dose. Und das reicht ja dann quasi bei 120 Liter, sind das dann ca. 80 Mal Volltanken. Also ist auch hier ein günstiges Produkt. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob es vom Gefühl auch gut ist. Es macht sicher das, was es soll, aber man muss es ja dann auch trinken, das Wasser, und da muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist noch eine Möglichkeit, das Trinkwasser im Mobil sauber halten zu können. Ja, eine weitere Variante, keimfreies Wasser ins Mobil zu bekommen, egal wo jetzt, ob jetzt von einem Hahn oder von zu Hause oder vielleicht sogar von einem Gewässer unterwegs. Ich weiß ja nicht, was da so für Varianten ihr da so anstrebt, aber es gibt da auch Filter, die zwischengeschaltet werden und die sozusagen das Wasser filtern. Ne? Ich habe jetzt mal hier einen kategorisch mal rausgesucht als Beispiel, und grundsätzlich das Problem, was aufgetaucht ist bei diesen Filtern, ist die geringe Durchflussmenge. Das heißt, da kommt wirklich langsam Wasser an und es dauert lange, was natürlich ein Problem ist, wenn es dann plötzlich doppelt oder dreimal so lange dauert, so ein Mobil zu befüllen. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen näher auf den Filter ein. Also der filtert wohl Krankheitserreger, Bakterien, Pilzen nahezu zu 100%. Hier steht auch drin, dass das Holzfasermembranen sind und dass es zertifiziert ist, dass es keine Chemie eingesetzt wird. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Also ihr kriegt das Wasser gefiltert und safe. Egal wo ihr jetzt seid, welche Abnahmestelle ihr benutzt, kriegt ihr das rein und habt es dann sauber im Mobil, und das ohne Chemie, ne? Also mit Holzfasermembranen. Und entfernt, wo hier steht auch drin, zu 99,99% Legionellen, Pilze und so weiter. Dann steht hier drin 3 Bar Leitungsdruck. Da würde es wohl 7 Liter pro Minute als Durchfluss geben. Ne? Also 7 Liter die Minute, das heißt 70 Liter 10 Minuten, und für 120 Liter Mobiltank wären das dann vielleicht 17 Minuten oder so. Das ist natürlich schon eine gewisse Länge, 17 Minuten, wenn ich mir vorstelle, ihr kennt es selber, ihr steht in der Schlange an, da vorne befüllt einer sein Mobil auf dem Platz, ihr steht dahinter, und ich stelle euch mal vor, ihr müsstet nur alleine für seine Frischwasserbefüllung 17 Minuten plus ein aussteigen und anschließend warten. Das ist natürlich schon lang, und das ist jetzt die Angabe vom Hersteller. Also man kann davon ausgehen, dass es unter dem einen oder anderen Umstand vielleicht ein bisschen länger dauert. Und ich habe auch im Netz diverse Texte gelesen, also nicht zu dem Produkt zwingend, sondern zu den ganzen, zu der ganzen Sorte dieser Produkte, dieser Filter, dass die sehr, sehr geringen Durchfluss haben. Was natürlich dem Prinzip geschuldet ist. Da wird durch irgendeine Membran, durch Holzfasermembran in dem Fall, wird da Wasser durchgedrückt. Und die Membranen sind natürlich so fein, dass die Erreger da aufgehalten werden. Und dann ist natürlich der Durchfluss gehemmt. Ne? Also man muss davon ausgehen, dass es vielleicht eher so eine Variante für, ich mache mir mal einen Liter Wasser frisch, weil ich mal was auch immer, ich möchte mir irgendwas damit anrühren oder was. Aber für so 120 Liter Befüllung für ein Mobil alle 3 Tage oder was, ist das natürlich so ein Thema. Ja? Das Starter-Set kostet hier 129 Euro, da ist natürlich dementsprechend erstmal Filter dabei. Außerdem kostet der Ersatzfilter 70 Euro, und die schreiben hier wohl alle 6 Monate, also 6 Monate Benutzungsdauer, alle 6 Monate muss da wohl der Filter getauscht werden. Das ist natürlich auch ein gewisser Kostenfaktor, muss jeder für sich selber entscheiden, ob das eine sinnvolle Variante ist. Bei meiner Recherche bin ich auf einen Filter gestoßen, der diese Probleme mit dem Durchfluss nicht hat und der auch
so wie es scheint, ein wirklich tolles Produkt ist. Selbst getestet habe ich den noch nicht, aber der macht einen sehr guten Eindruck. Und zwar ist das dieser Eifilter, der unter anderem auch für Heimgebrauche geeignet ist. Also es gibt da auch diverse Systeme, wo der zu Hause in Häusern und am Wasserhahn und wo auch immer eingebaut ist. Es gibt ja auch Länder, wo die Wasserqualität am Hahn nicht so ist wie in Deutschland. Ich lese mal kurz vor, was der macht. Also im Inneren von diesen Reinigungspatronen befindet sich ein speziell gereinigter Aktivkohlekern. Das heißt, er macht das nicht über diese Membran, wie jetzt das andere Produkt, über diese Holzfasern oder Holzmembran, ne? Sondern hier geht es über Aktivkohle. Aktivkohle ist ja bekannt, dass es eine reinigende Wirkung hat oder eine antibakterielle Wirkung. Welche an der Lage ist, und jetzt kommt Chlor, organische Schadstoffe, diverse Medikamentenrückstände, leichte Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Pestizide, Aromen von feinen Artikeln, wie zum Beispiel Rost, Kalkflocken und Sand, rauszufiltern. Ne? Und außerdem werden wohl fade und chlorhaltige Beeinträchtigungen vom Wasser rausgenommen, neutralisiert, sodass das Wasser dann auch angenehm schmeckt. Also das ist schon, denke ich mal, also gerade so Medikamentengeschichten und so Pestizide, man weiß ja nicht, was unterwegs drin ist, und wenn solche Sachen mitgefiltert werden, ist schon mal für mich vom Feeling her eine schöne Geschichte. Auch dieser funktioniert natürlich mit Kartuschen, die halten nicht 6, sondern 4 Monate, also ein bisschen kürzer wie bei dem anderen Filter. Allerdings sind die auch ein bisschen günstiger, und zwar kosten diese Kartuschen hier 25 Euro, halten 4 Monate 25 Euro, und das Starter-Set hält ja auch dann dementsprechend 4 Monate, das kostet 150 Euro. Und das Wichtigste, man hat hier einen ordentlichen Durchfluss, das heißt, ich denke mal, das ist bei den vielen anderen Systemen ein großer Nachteil, vielleicht nicht bei allen, ne? Aber bei vielen ist es so ein Nachteil, und hier ist dieser Nachteil nicht dabei. Von daher denke ich mal, ist das ein sehr interessantes Produkt für jemanden, der Wert darauf legt, dass das Wasser wirklich in der Top-Qualität im Wohnmobil landet. Ich persönlich benutze zum Beispiel noch ein paar Zusatzprodukte, die auch dafür sorgen können, dass es ein bisschen hygienischer und vor allem einfacher ist. Und zwar benutze ich so einen Adapter, der anstatt des Deckels, des Wassertankdeckels, aufgedreht wird, wo man einfach nur mit so einem Gardena-Adapter aufstecken kann. Hat den riesen Vorteil, man muss nicht beim Befüllen daneben stehen bleiben, und man steckt da den Schlauch nicht immer so rein, der ja auch sonst wo mal herumliegt und so. Also ist Luxus, oder ist erleichtert auf jeden Fall das Betanken, ganz entspannt, weil man kann reinstecken und kann dann auch dementsprechend loslaufen und zudrehen. Ne? Außerdem noch ein Produkt, was ich ganz kurz erwähnen möchte. Ich habe so ein Wasser, es gibt Wassermengenzähler. Ne? Da könnt ihr dann dementsprechend auch, wenn es ums Thema Gewicht geht, steuern, wie viel Kilo, ja? Also wie viel Liter hole ich mir jetzt ins Mobil, damit ich noch safe unterwegs bin. Man soll ja, wenn es geht, wenig möglich Wasser mit rumfahren, wegen dem Gewicht, und da könnt ihr das ein bisschen steuern. Außerdem gibt es dann noch so einen Gardena-Stopp, den habe ich auch bei mir drauf. Und das ist ein ganz wichtiges Teil, weil die beiden Sachen, die packe ich dran, dann kann ich meinen Hahn aufdrehen, und dann kann ich diese paar Minuten, muss ich dann nicht den Schlauch halten und muss nicht darauf warten, bis es rausschwappst und mir das Signal gibt, oh, es ist voll, läuft über. Und vor allem fängt dann an loszulaufen zum Hahn, und der Zeit läuft es über oder es läuft raus. Nein, ich stehe am Mobil, und wenn ich merke, über den kleinen Überlauf kommt was, dann drehe ich den Stopp zu, und dann kann ich ganz entspannt zum Hahn laufen, den Hahn zumachen, Wasser abstellen und meinen Schlauch wieder einwickeln. Ganz wichtig, so einwickeln, dass das Wasser komplett rausläuft. Jetzt nochmal ganz kurz ein Fazit von mir dazu und meine Sicht auf die ganze Geschichte Wasserhygiene. Ich persönlich, ich handhabe das so, dass ich für mich entschieden habe, ich kann das nicht sicherstellen. Ich habe am Anfang diese Chemie benutzt, habe ich ja gezeigt. Das hat sich für mich nicht gut angefühlt, weil ich diese Chemie doch zu mir nehme. Und dann haben wir für uns, ich und meine Familie, festgelegt, und auch für die Vermietung, für die Kunden, und das, wer jetzt der Vermieter ist, für den empfehle ich das auch, denkt darüber nach, ob das immer sichergestellt werden kann oder ob da ein Restrisiko besteht für euch und eure Vermieter, für euch und eure Mieter. Ich persönlich, wir handhaben das so, dass wir das Wasser ganz normal tanken, deswegen benutze ich auch diesen Gardena-Schlauch und nicht diesen speziell zulässigen, der wirklich safe zertifiziert hat, dafür sorgt, dass da nichts anderes noch reinkommt, und das Wasser, das benutzen wir zum Händewaschen dementsprechend und so weiter, ja, und für die Toilette und so weiter. Als Lebensmittel benutzen wir es nicht, und dementsprechend gehen wir auch diesem Risiko, diesem Restrisiko, dass da Bakterien und Keime entstehen, warum auch immer, dem gehen wir da dementsprechend komplett aus dem Weg. Und auch für die Vermietung empfehle ich euch, wenn ihr das machen solltet, geht vielleicht den sicheren Weg und geht auch diesen Weg, denn ihr wisst nie,
gerade als Vermieter, ich persönlich privat weiß ja, was mache ich mit meinem Schlauch, wie gehe ich an die Zapfstelle, wie gehe ich damit um, wie mache ich den leer. Und gerade das Thema jetzt Zuwasser, Abwasser, Toilettenentleerung und so weiter. Aber bei einer Vermietung, ihr wisst nie, was derjenige, der euer Mobil gerade hat, wie der damit umgegangen ist, wo der Schlauch lag und so weiter. Das ist ja schon so ein Riesenthema. Ne? Und deswegen, wie wurde wann das Wasser nachgefüllt? Ne? Also muss sich jeder für sich selber entscheiden, ob er anfängt mit Chemie oder teure Filter auf Dauer, weil auch die Filter, da kriegt ihr zwar sauberes Wasser ins Mobil, aber im Mobil ist es ja dann immer noch ungereinigt oder es ist gereinigt, aber es liegt dort drin und wenn ihr da mal ein paar Tage das Wasser drin habt und es ist warm oder was und der Tank auch zu bedenken, der Tank ist ja nie richtig leer. Natürlich gibt es diverse, ich habe da auch schon mal ein Video gemacht, wie man dann das Mobil winterfertig macht, das Wasser sozusagen auch komplett aus dem Mobil holt und damit es nicht einfrieren kann, aber dieses Restwasser, was ihr in dem Frischwassertank habt, das ist nicht viel, ja, und wenn das ein paar Milliliter sind, aber das steht ja da drin. Und wenn ihr ein paar Wochen nicht fahrt, dann steht dort Wasser drin und das Mobil wird heiß, heizt sich auf, Sommerhitze und da sind von vornherein dann sicherlich Keime drin, ja. Und dann schwappst ihr euer Frischwasser dazu und dann denkt man dann vielleicht, ja, ist alles safe, aber da war schon Wasser drin. Und wie ihr gesehen habt, diese Chemie, ob jetzt diese Ionen oder was auch immer man da reinmacht oder dieses Pulver und so weiter, Tabletten, das ist dann immer, da ist dann doch wahrscheinlich noch irgendwas im Wasser drin, was man dann wieder zu sich nimmt. Also ich persönlich habe das für mich ausgeschlossen. Ich benutze das nicht als Trinkwasser. Wir haben Trinkwasser mit. Das sind keine Unmengen, so viel braucht man davon nicht. Man trinkt ja eh aus der Flasche. Und wenn man sich mal dann Zähne putzt oder was und selbst mal was einen Kaffee kocht oder so, dann ist das schnell gemacht. Entweder auf dem Platz gibt es ja Frischwasser oder man hat dann sich was abgefüllt oder was. Ne? Oder ne? Man nimmt auch, wir nehmen auch teilweise Flaschenwasser ohne Kohlensäure und machen uns damit was. Ne? Das ist dann zwar ein gewisser Umstand, aber da gehe ich dem ganzen anderen aus dem Weg. Und das ist auch finanziell nochmal ein anderer Aspekt, weil wenn ich mir so mehrere Kartuschen im Jahr kaufe und dann noch irgendwelche Ionen und so weiter, dann ist das auch wieder so ein Thema, wo das Geld kostet. Ne? Muss jeder für sich selber entscheiden, es gibt da verschiedenste Wege, jeder hat da seine Sichtweise, das ist da meine Vorgehensweise. Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen noch was zeigen, was er noch nicht wusste. Vielleicht ein bisschen mehr darauf zu achten, dass es doch ein gewisses Restrisiko gibt oder mit gewissen Produkten gegenzuarbeiten oder vielleicht gar kein Wasser mehr aus dem Mobil zu trinken und dort anders vorzugehen. Ich freue mich, wenn ihr zukünftig dabei seid und den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Das ist immer eine schöne Bestätigung. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Da gibt es viele Tipps und Tricks, Wohnmobilthemen aller Art, auch über die Vermietung. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt gesund, schöne Reisen, auf bald. Ciao, ciao.